Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es endlich die Milka zarte Momente bei mir im Test. Und ich bin heute am Sonntag extra nochmal zum Flughafen Edeka gefahren, um zu schauen, ob sie da sind. Ein Profi-Tipp wäre natürlich gewesen, vorher telefonisch nachzufragen und hey, habt ihr die Milka Momente? Aber ich brauche das Adrenalin, ihr Lieben. Ich liebe diesen Thrill und die Action. Ja, so ist das Leben vom Junkie-Tour. Ich liebe es. Und ich war dann in diesem Flughafen Edeka, bin reingekommen. Ich wusste nicht, ob es die gibt. Dann habe ich so einen Milka-Aufsteller von hinten gesehen. Es hätten auch diese Milka My Tender Break sein können oder ein anderes Milka-Produkt. Bin hingerannt, habe sie von vorne gesehen und dachte so, yes. Aber dieses Gefühl, ja, dieses lange Suchen und dann finden, das ist auch mal so schön. So ein Happy End. Und ich bin so happy, dass ich jetzt noch dieses Video mit euch drehe, damit ihr das gleich noch schauen könnt. Ich hoffe mal, 21.30 Uhr am Sonntag müsste es online gehen. Es ist nicht mehr lang, deswegen beeile ich mich mal und mache die Verpackung schon auf. Die gibt es im Angebot, gab es letzte Woche im Angebot im rot-gelben Netto für 2,49 Euro. Diese Woche sind sie bei Edeka. Ich meine entweder 2,49 Euro oder 2,79 Euro. Ansonsten gibt es drei verschiedene Preise, je nachdem, wie sie gerade im Angebot sind. Die gehen von 2,99 Euro bis 2,49 Euro. So, ihr Lieben, die gibt es nicht nur in einer Sorte, sondern auch in drei Sorten. Und natürlich habe ich alle drei Sorten gekauft. Ich glaube, ich habe heute 2,79 Euro bezahlt. Ich habe nicht mehr auf den Preis geguckt. Es gibt einen Nussmix mit Toffee. Die erinnert natürlich total an diese Milka Großtafel. Und dieser Nussmix ist natürlich auch hier drin. Hier in diesem zarten Momente gibt es sechs verschiedene Sorten. Das ist quasi ein Spin-Off von dieser Mischung. Und es gibt noch ein drittes Spin-Off von dieser Mega-Mischung. Es gibt sie auch noch als Oreo einzeln. Cool, oder? Aber wenn ihr euch mal ranwagen wollt, empfehle ich euch diese Mischung mit sechs verschiedenen. Denn alles, was hier drin ist, ist alles, was da drin ist. Diese Weisheit am Sonntag, oder? Wie spannend. 19 Pralinen gibt es hierfür. Für 2,79 Euro, 2,49 Euro oder 2,99 Euro und so sind sie aus. Ich bin gespannt. 19 durch 6. Was kommt denn dabei raus? Geht nicht auf. Ne? 3. Das heißt, eine Sorte muss viermal drin sein. Ich bin mal gespannt, wie viele das ist. Mandelkaramell haben wir hier einmal. Wie geil ist das denn? Kennen wir auch als Milka Großtafel. Dann haben wir nur Karamell. Yummy. Dann haben wir Alpenmilch. Ist lecker, aber von den Sorten eher langweilig. Und ich hoffe, dass Alpenmilch nur zweimal und nicht viermal drin ist. Alpenmilch ist zweimal drin. Oreo, der Klassiker, oder? Wer liebt nicht Oreo und Milka? Ist echt eine coole Mischung. Dann haben wir zweimal Oreo und Milka, dreimal Oreo und Milka. Jetzt wieder ein bisschen Memory spielen. Dann haben wir dreimal Mandelkaramell. Und oh, wie toll ist das denn? Wir haben viermal Toffee, ganze Nuss. Das finde ich geil. Und es sind also nicht die Alpenmilch, die viermal drin sind, sondern eine richtig geile Sorte, Toffee ganze Nuss. Es ist quasi wie eine Großtafel, die ich mir jetzt einfach hier im Mini-Format reinziehen darf. Ich habe die Großtafel Milka Toffee ganze Nuss noch nie getestet, aber sie ist einfach geil. Aber ich habe sie schon gegessen und nicht hier vorgestellt. Ich bin schon fast unterzuckert heute hier. Richtig lecker. Meine Güte, schmeckt auch genauso in die Richtung gehend wie diese Großtafel. Und das ist das Geile. Man hat hier quasi hier sechs verschiedene kleine Milka-Produkte einfach mal zum Naschen, worauf man gerade Bock hat. Oreo ist ja auch so ein Klassiker, ihr Lieben. Ich kann und ich muss meine Mathekenntnisse direkt überprüfen hier. Sechs durch vier, eigentlich sind es drei. Naja, denn Oreo ist auch viermal drin. Viermal Oreo habe ich hier drin. Viermal Toffee ganze Nuss oder nein, ich habe Toffee und Karamell verwechselt, oder? Ach, Mathe und der Junkfood-Guru, nein, Toffee ganze Nuss ist wirklich viermal drin, Karamell ist nur zweimal drin, interessant. Dafür ist Oreo aber auch viermal drin, wer hätte das gedacht? Wenn ihr Spaß habt, zählt doch mal eure Milka-Pralinen nach und verratet mir, ob ihr auch die gleiche Mischung habt. Wie gesagt, viermal Oreo, viermal Toffee ganze Nuss, dafür zweimal Karamell, dreimal Mandelkaramell und die ganzen Haselnüsse haben wir insgesamt auch dreimal. Super spannend. Echt spannend. Vielleicht habe ich auch einen vielleicht mehr drin gehabt. Spannend. Auf jeden Fall lohnt es sich. Die guten Sorten sind so auch vorhanden. Ich finde ja Oreo auch richtig geil. Ich beiß jetzt hier nochmal für euch in die Oreo-Sorte rein.
Ihr habt mir so lange zugehört, ihr Lieben. Ihr habt jetzt eine Großaufnahme verdient. Von allen Sorten. Das sind die 6 Sorten nochmal in Großaufnahmen. Und hier habe ich sie alle nochmal für euch zusammengetragen. Wir haben hier 3-mal Haselnuss, 4-mal Oreo war es, 3-mal Toffee, 3-mal Karamell, 3-mal Mandelkaramell und 3-mal Alpenmilch. Und das ergibt zusammen 19. Ich habe mich tatsächlich bei Toffee ganze Nuss verzählt, denn die ist auch schon angebrochen, ihr Lieben. Genauso wie die Oreo. Und wie versprochen auch die leckere Großaufnahme von der Oreo-Praline. Toffee, ganze Nuss. Und mein Gott, habe ich einen schweren Job. Ich musste sie alle nochmal anbeißen. Und hier seht ihr das Karamell mit der leckeren Creme drunter. Das war so mega yummy. Mandelkaramell sieht so aus. Und hier haben wir ganze Haselnuss. Und wie eine normale Milka aussieht, das wissen wir ja auch. Deswegen habe ich den nicht nochmal im Detail gezeigt. So lecker, oder? Und da bin ich wieder. Wir machen direkt weiter mit Karamell. Oreo hatte ich kurz vor der Großaufnahme gegessen. Super genial. 10 Punkte als Praline. Göttlich. Karamell. Ich liebe das, wenn es oben so flüssig ist und unten noch diese ganz spezielle Karamellcreme. Liebe ich auch total. Oh mein Gott, das ist so lecker. Also ist, man muss es mögen, aber ich mag es ja. Ich mag ja noch die alte Milka-Karamell. Kennt ihr noch die alte Milka 100-Gramm-Karamell, wo noch nicht dieses flüssige Karamell drin war? Sondern diese Mischung aus Karamell und diesem anderen Karamell, die gibt es noch in Spanien. Den habe ich ja auch schon mal vorgestellt, werde ich gleich mal verlinken. Genauso schmeckt die Praline, deswegen bin ich mega begeistert. Und deswegen bekommt ihr auch karamellige 10 Punkte. Die Toffee-Nuss, in der Tafel ist sie ehrlich gesagt noch ein bisschen geiler, weil man da ein bisschen mehr Masse hat. Deswegen Toffee-Nuss als Praline, 9 Punkte. Aber Oreo ist geil geworden, 10 Punkte Karamell, 10 Punkte. Und was fehlt noch? Richtig. Natürlich fehlt hier auch noch Mandelkaramell. Das ist so ein bisschen eher weiter weg von der Tafel. Ich beiß nochmal rein. Wisst ihr, was auch noch fehlt? Was mit Erdnuss, das wäre auch geil. Mandelkaramell ist am weitesten weg von dem, was ich erwartet habe. Aber immer noch lecker. Also schmeckt das Praline geil. Deswegen 8 Punkte. Also es erfüllt meine Milka-Liebe wirklich sehr. Ich esse jetzt mal das Stückchen mit Haselnuss. Sieht jetzt auch nicht so spannend aus. Aber ist lecker. Ich mag's. Schmeckt gut. Haselnuss ist Haselnuss. Bekommt von mir 8 Punkte. Wirklich eine leckere Praline wie die Milka Haselnuss. Lieblingssorten. Oreo. Karamell. Beim zweiten. Und als drittes. Na, vielleicht dann doch schon Toffee. Aber alles in allem ist die Box geil. Mag ich. Von daher von mir top Empfehlung. 10 Punkte für die Milka-Momente. Die 6-fach-Mischung ist einfach göttlich. Ich bin so froh. Es hat sich gelohnt, dann mal am Sonntag zum Flughafen zu fahren. Das war echt ganz schön. Und hat echt Spaß gemacht. Die Box hat sich gelohnt, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und die bekommt ihr auch diese Woche beim Edeka, habe ich gelesen. Und beim Netto gibt es sie vielleicht auch noch. Deswegen kommen wir alle in den Genuss. Und schreibt mir eure Kommentare in die Kommentare, wo auch sonst. Und ich freue mich schon, wie euch es geschmeckt hat. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.